Ich zeige euch heute meine Top 7 Sneaker und Schuhe, die ich in letzter Zeit so am meisten getragen habe. Und am Ende zeige ich euch auch noch einen Schuh, den ich jetzt vor kurzem erst bekommen habe, wo ich aber noch nicht so ganz weiß, ob ich ihn behalten soll. Und damit was geht, willkommen zum neuen Video. Wie im Intro bereits erwähnt, heute geht es um meine Top 7 Schuhe bzw. Sneaker oder Slides. Dazu aber später mehr. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Schuh an. Und zwar sind das meine Jordan 5 Gore-Tex in diesem schwarzen Colorway. Ist eigentlich ein Women's Release gewesen, das heißt, der ging nur bis in eine Size 44,5. Und ich habe den zum Glück bei Soulbox direkt auf der Seite morgens um 9 Uhr, glaube ich, gedroppt bekommen. Und in allen Schuhen trage ich eine Size 44. Wenn ich da irgendwie andere Größen gewählt habe, sage ich euch das, dass ihr dann auch euch die Schuhe vielleicht nachkaufen könnt und wisst, wie die ungefähr fitten. Gibt es gar nicht so viel zu sagen, ist halt eben ein schwarzer Jordan 5 mit eben der Gumsole und diesen roten Akzenten. Ich habe mir hier noch Saylaces reingemacht, weil ich die ein bisschen besser fand als die komplett weißen oder die schwarzen, die vorher drin waren. Die Zunge hier oben ist eben in so einem Grau, was reflektiert, wenn man es eben anleuchtet. Wir haben hier oben den Jumpman in Rot. Und hier auf der Seite die 23 und auf der anderen Seite einmal das Gore-Tex-Logo bzw. der Schriftzug einmal eingesteckt und hinten nochmal klassisch das Jumpman-Logo auch in Rot eingesteckt. Wie der Name schon verrät, ist das Obermaterial eben aus Gore-Tex, das heißt, der Schuh ist wasserdicht. Das heißt, ihr könnt den Schuh einfach unter Wasser halten oder lauft draußen durch den Regen und eure Füße werden nicht nass, was auf jeden Fall perfekt für den Herbst ist oder aber auch für den Frühling, teilweise sogar auch für den Winter. Und dadurch, dass es halt eben ein schwarzer Colorway ist, fällt es auch gar nicht so auf, wenn der mal dreckig wird. Und ansonsten, Verarbeitung ist richtig gut, habe ich wie gesagt für Retail bekommen. Und dafür macht man eigentlich nichts mit falsch. Könnt ihr aber, glaube ich, auch so nicht mehr kaufen. Das heißt, ihr müsst da wahrscheinlich Resale zahlen. Ich weiß nicht, wo die Preise liegen. Dann ein Schuh, den ich jetzt schon seit letztes Jahr September oder November habe und auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden bin. Und zwar sind das meine New Balance 1906D in diesem Reflective Colorway. Habe ich, glaube ich, mehrere Colorways mit dieser Wildlederoptik. Mir hat der hier am besten gefallen, weil der andere, der noch ein bisschen heller war, hat halt eben eine schwarze Sohle und oder eine schwarze Midsole vielmehr. Und das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und hat mir auch hier, habe ich mir creamfarbene Laces reingemacht, einfach um hier nochmal ein bisschen mehr Kontrast zu setzen, weil die weißen fand ich dann doch ein bisschen zu langweilig. Gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. New Balance 1906 kennt ihr, denke ich mal, alle. Die Besonderheit hierbei ist, dass das New Balance Logo halt auch eben reflektiert, genauso wie hier diese Ösen, wo die Laces quasi durchgehen. Und was noch ein anderes Detail ist, dass wir hier innen in der Zunge quasi eher so einen Bronze-Akzent haben. Ansonsten findet man das Bronze auch nochmal hier und hat dann eben hier hinten noch diese schwarzen Akzente. Auf jeden Fall auch von der Verarbeitung richtig, richtig gut und auch super, super bequem. Und im Sommer schwitzt man an den Schuhen auch gar nicht. Das heißt, die könnt ihr einfach anziehen und ist super, super luftig, wie man hier durch dieses Mesh-Up auch sieht. Und den zähle ich jetzt mal nicht dazu bei den 7, ist aber eben das gleiche Modell, auch wieder 1906, eben als JD Exclusive in diesem grauen Colorway. Habe ich jetzt erst seit kurzem und habe mir auch hier diese weißen Laces reingemacht, anstatt eben den grauen, die standardmäßig, glaube ich, drin sind. Gleicher Schuh, alles eben halt ein Grau. Das Upper ist halt eben nicht so eine Wildlederoptik, sondern eher so ein glatteres Leder. Oder fühlt sich auf jeden Fall so an wie Leder. Und auch hier, der ist super, super bequem. Dann ein Schuh, wo ich öfters mal angesprochen werde, wie der Schuh überhaupt heißt, beziehungsweise der Colorway genannt wird. Und zwar ist der Jordan 4 Military Blue. Ist eben hier ein ganz normaler Jordan 4. Ich habe aber hier, muss ich dazu sagen, die Golf-Variante. Das heißt, eigentlich sind hier unten noch so Noppen dran, die man quasi dann auf dem Golfplatz quasi drauf lässt, um da besser laufen zu können und nicht wegzurutschen. Die habe ich abgemacht. Die Sohle aber ist ein bisschen härter, das heißt, hier unten ist ein bisschen mehr Hartplastik quasi. Nicht komplett Hartplastik, aber halt nicht so weich, wie man es sonst von Jordan 4 kennt. Deswegen die Sohle ist ein bisschen anders. War in den ersten paar Tagen auf jeden Fall ein bisschen ungewohnt, habe ich mich aber dran gewöhnt und ich würde sagen, dass der Schuh trotzdem sehr bequem ist. Und es ist eben ein ganz normaler, klassischer Military Blue Colorway. Das heißt hauptsächlich weiß, wir haben diese blauen Akzente und halt eben noch hier diese grauen Elemente, was ich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Farbkombination finde. Und ich habe mir auch hier wieder creamfarbene Laces reingemacht, weil ich fand, das harmoniert recht gut und mit den weißen Laces sah es wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, normaler oder standardmäßiger aus. Und auch auf der Rückseite ist wieder das Jumpman-Logo drauf. Deswegen sehr, sehr, sehr cooler Schuh. Habe ich auch damals für Retail bekommen, gab es damals bei Beaston. Der war relativ lang in Stock. Mittlerweile findet man den, glaube ich, nicht mehr für Retail. Aber ich glaube auch nicht, dass der so krass im Resale gestiegen ist. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres soll auch nochmal ein Re-Release kommen und dann einen normalen OG-Modell quasi. Das heißt, mit einer richtigen Sohle, wie es auch sonst von anderen Jordan 4s kennt. Das nächste Paar sind keine richtigen Schuhe, sondern eher Slides. Und zwar habe ich die ja schon in meinem ersten Latest Pickups Video vorgestellt. Und zwar sind das die Birkenstock Bostons. Ich habe die hier in diesem Brown Oil Colorway. Unten haben wir eben eine ganz normale schwarze Sohle. Und hinten natürlich die Midsole ist wieder aus Kork, wie man es halt eben klassisch von Birkenstocks kennt. Und ich habe auch noch meine Yeezy Slides in diesem Resin Colorway. Aber ich muss sagen, seitdem ich die habe, trage ich die eigentlich fast nur noch oder jeden Tag, weil die wirklich so, so bequem sind. Hätte ich niemals gedacht und finde ich teilweise auf Outfits auch wesentlich cooler, weil das halt echt so einen richtig chilligen Look gibt. Deswegen, wenn ihr gute Slides braucht, Yeezy Slides immer noch sehr, sehr bequem. Ich habe jetzt auch noch den Bone Colorway bekommen,
aber ich weiß nicht so genau, ob ich den tragen werde, weil ich halt eben die hier habe. Sind auf jeden Fall ein bisschen teurer, ich glaube regulär 140 oder 130. Haltet mal die Augen offen bei Soulbox, die haben ab und zu 25% Rabatt. Teilweise gibt es echt gute Deals bei Birkenstocks, wenn ihr die günstiger bekommt im Sale, dann schlagt auf jeden Fall zu, weil es lohnt sich wirklich und so ein paar habt ihr noch erstmal für 2 oder 3 Jahre und dann braucht ihr erstmal kein neues, weil die Qualität ist wirklich echt gut, ist auch made in Germany. Und hier habe ich eine Size 44 auch gewählt. Laut diesem Fußabdruck, der immer bei den Kartons dabei ist, bräuchte ich eigentlich eine 42. Wenn ich die Slides quasi anhabe, dann ende ich nicht perfekt hier hinten drauf, sondern ein Stück weiter vorne. Das heißt, die sind mir theoretisch einen Ticken zu groß. Ich würde wahrscheinlich eher mit einer 43 bei den nächsten Paar gehen. Das heißt, geht auf jeden Fall eine Size runter, damit ihr einen perfekten Fit habt quasi, dass es hier hinten bündig endet. Oder geht einfach true to size und dann habt ihr die quasi einen Ticken zu groß. Aber ihr könnt die hier eben noch ein bisschen einstellen und dadurch passen die mir trotzdem perfekt. Der nächste Schuh kennt auf jeden Fall jeder, sind die Adidas Campus 00 oder 2000, wie es auch manchmal genannt wird. Das heißt, wir haben eine schwarze Sohle, schwarze Stripes und schwarze Laces, die auch wieder wie ganz klassisch bei den Campus halt eben ein bisschen dicker sind. Und wie gesagt, den dunklen Colorway, was eher so eine leichte Wildlederoptik ist, aber nicht ganz so rau wie bei den New Balance 1906 am Anfang. Auf jeden Fall sehr, sehr bequem. Beim ersten Mal tragen war ich ein bisschen skeptisch, aber jetzt nach ein, zwei Mal tragen, ich habe es jetzt schon ein bisschen öfters getragen, werden die auf jeden Fall sehr, sehr bequem und von der Verarbeitung auf jeden Fall solide. Jetzt nichts ultra krasses, aber für 90 Euro auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiler Schuh und macht man nichts mit falsch und ist eine gute Alternative vielleicht zu Sambas oder anderen Schuhen wie den Superstars. Das finde ich eine relativ coole Mischung. Auch so, wie eben schon erwähnt, Sambas. Natürlich habe ich auch ein paar Sambas, habe ich jetzt erst vor kurzem bekommen. Das sind die halt eben in dem schwarzen Colorway. Das heißt, wir haben ganz normales Glattleder. Hier vorne ist so ein bisschen Wildlederoptik wieder. Und halt eben aber hier jetzt die weißen Stripes, genauso wie hier hinten auch diese weißen Akzente. Und die Sohle ist eigentlich auch eher so ein schwarz oder ein ganz dunkles Braun. Sind super, super clean und auch super gemütlich, machen aber eher einen schmalen Fuß. Das heißt, wenn ihr breitere Füße habt, geht wahrscheinlich ein Size up. Ich bin ja auch True Size gegangen. Und hier eben auf der Zunge ist eben nochmal das Adidas Logo in diesem blauen Colorway. Auf jeden Fall ein super Basic-Schuh, kann man zu allem anziehen. Ich denke mal, es werden auch so meine Beaters werden. Das heißt, die ich wirklich jeden Tag anziehe. Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber auf jeden Fall nice to have. Kommen wir auch schon zum letzten Schuh, bevor ich euch dann meine neueste Errungenschaft an Sneakern zeige, wo ich wirklich nicht weiß, was ihr davon halten werdet. Der letzte Schuh, beziehungsweise eher Boot oder Wanderschuh, wie es auch genannt, ist eben der Timberland Chocura. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe den hier in diesem kompletten braunen Colorway. Die Sohle ist ein bisschen ja gräulicher und unten dann halt eben schwarz. Wir haben hier an der Seite auf jeden Fall das Timberlands Logo drauf und das ist auch wieder so ein Glattleder, was eben auch wasserdicht ist. So sehen die eben von der Rückseite aus, haben hier unten nochmal das Timberlands Logo und hier halt nochmal so Laschen, wo man die quasi aufhängen kann. Ich habe die mir auf Zalando bestellt, ich glaube, da waren die auch ein Ticken günstiger als die Normalkosten, die liegen glaube ich regulär bei 160 oder 180. So irgendwie darum, nagelt mich nicht drauf fest und auch hier Qualität richtig, richtig gut und auch super bequem. Ich hatte die letztens, als ich in Frankfurt war, habe ich den ganzen Tag an, deswegen auch super bequem und gerade auf Jorts oder Shorts kommen die auf jeden Fall sehr, sehr krass, aber auch für den Winter halt perfekt und eine gute Alternative vielleicht zu Desert Boots, auch wenn die jetzt nicht komplett gleich aussehen oder den normalen Timberlands, wie man sie jetzt öfters mal sieht. Das waren meine Top 7 Schuhe, die ich in letzter Zeit am meisten getragen habe und mir auch am besten gefallen. Und da ja Yeezy Day war, habe ich natürlich mich nicht lumpen lassen und habe mir einen Schuh bestellt und zwar den Knit Runner, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Und zwar ist er in diesem dunklen Colorway gedroppt und ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Und so sieht der Schuh nämlich einmal aus. Ich fand den nämlich in dem gelben Colorway, als er das erste Mal rauskam, nämlich sehr, sehr krass. Das heißt, das, was hier vorne quasi ein bisschen anderes Schwarz hat, war halt eben gelb und hier oben war es, glaube ich, beige. Und ich fand, das ist auf jeden Fall mal wieder eine neue Form, was man so noch gar nicht gesehen hat, was halt eben Kanye West halt auch so ein bisschen ausmacht mit seinen Schuhen, dass er wirklich mal komplett neu denkt und nichts was macht, was es schon gibt, sei es der Foamrunner und so weiter. Und das ist quasi ja wie der Foamrunner, halt eben nur noch eine Schicht quasi drüber gelegt. So fühlt sich es auf jeden Fall an und so sieht es auch einigermaßen aus. Zu den Details vielleicht. Haben einmal hier so ein bisschen so ein helleres Schwarz quasi, hier oben ein dunkleres Schwarz. An der Seite steht dann einmal die Size drauf. Ich habe jetzt hier eine Size 11, habe aber auch noch eine 10,5 und ich muss mal schauen, welche ich behalte. Ich habe aber schon mal beide anprobiert und ich denke mal, ich werde eher die 10,5 nehmen. Das heißt, geht auf jeden Fall eine Size hoch. So stand es aber auch, glaube ich, auf der Adidas Webseite beim Confirm Drop. Man hat halt eben hier nochmal diese Einkerbung, das heißt, es gibt dem Schuh nochmal so ein bisschen Tiefe, genauso wie auf der Innenseite hier. Und der läuft auch hier relativ schmal zu, als ich die vorhin anhatte. Sah der Schuh bzw. der Fuß dann hier im mittleren Teil echt, echt dünn aus. Aber mal schauen, ob man den vielleicht zu einer coolen Cargo oder so kombinieren kann. Ich denke mal, dass man den eher mit langen Hosen tragen sollte und nicht mit kurzen. Aber wie gesagt, ich muss mich noch entscheiden, ob ich die behalte. Und die Sohle sieht halt eben so aus. Finde ich eigentlich auch recht cool gemacht. Eben hier das Adidas-Logo einmal oben
oder ansonsten kein weiteres Branding. Sind auch wirklich richtig, richtig, richtig bequem. Und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar auch wasserdicht ist, das Upper. Es könnte sein, ich bin mir aber nicht sicher. Das sind die Knit Runner, aber ich finde den Knit Runner Boot, den Alex zum Beispiel hat, mit diesem gelben Colorway und dem beigen nach oben, eigentlich auch sehr, sehr krass. Das ist halt eben quasi die Sommervariante dazu. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Schuhe findet. Ich glaube, der wird auf jeden Fall sehr viel Kritik bekommen. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Deswegen mal schauen, ob ich die behalte. Das war es auch schon von meiner aktuellen Top 7 Sneaker Rotation, beziehungsweise Slides oder Boots, je nachdem, wie man es nennen mag. Plus natürlich noch den Knit Runner, wo ich noch nicht weiß, ob ich ihn behalten soll. Deswegen schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr den Knit Runner findet, aber auch die ganzen anderen Schuhe und was euer Favorit ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.